Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer vierteiligen Reihe über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, der SDGs, die Sustainable Development Goals. Diese Reihe stellt die Frage, ob und wenn ja, wie wir die Nachhaltigkeitsziele umsetzen können. Wir sind im evangelischen Gemeindehaus in Rastede im niedersächsischen Ammerland. Wer mit Rastede nichts anzufangen weiß, die Gemeinde Rastede liegt im Norden Oldenburgs. Wir sind also im Nordwesten unterwegs. Begrüßen möchte ich heute Dr. Ruth Gütter aus Hannover. Frau Gütter ist Referentin für Fragen der Nachhaltigkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, also die Nachhaltigkeitsbeauftragte, für etwa 22 Millionen evangelische Christinnen und Christen. Vielen Dank für Ihre Reise von Hannover heute hier nach Rastede. Schön, dass Sie bei uns sind. Die evangelische Erwachsenenbildung des Ammerlandes und Engagement global, die Ansprechpartnerin in Deutschland für bürgerschaftliches Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit, möchten mit dieser Reihe den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zu mehr Öffentlichkeit verhelfen. Und diese Reihe soll Sie dazu ermuntern, sich Gedanken zu den Nachhaltigkeitszielen zu machen, und vielleicht regen wir Sie ja dazu an, das eine oder andere praktisch umzusetzen. Unser erster Gast, Wolfgang Obenland, hat uns die Ziele 1, 3, 4 und 7 vorgestellt. Frau Dr. Gütter wird uns nun die Ziele 2, kein Hunger, 5, Geschlechtergleichstellung, 10, weniger Ungleichheiten und vor allen Dingen auch Ziel 12, verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster näher bringen. Bevor wir aber diese vier Ziele vorstellen, beginnen wir das Gespräch mit der Frage, warum sich die EKD, also die Evangelische Kirche, überhaupt mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Ja, zum einen, weil wir als Evangelische Kirche natürlich auch durch die globalen Krisen auch herausgefordert sind, die ja immer mehr das Zusammenleben auf der Erde auch in Frage stellen und vor allen Dingen auch die Lebenschancen für zukünftige Generationen gefährden. Und da ist besonders erstmal der Klimawandel zu nennen, der ja nicht nur die natürlichen Ressourcen immer mehr zerstört, sondern eben, wie gesagt, auch zukünftigen Generationen die Lebensmöglichkeiten raubt und auch die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten global verstärkt, weil ja die besonders unter dem Klimawandel leiden, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und das sind alles so Fragen, die uns als Kirche eben auch sehr beunruhigen und herausfordern. Und es ist zugleich die Nachhaltigkeit, berühren auch zutiefst ethische und theologische Fragen. Also unsere Frage nach Verantwortung für die Schöpfung, die Frage der Gerechtigkeit, aber auch die Frage der Bewahrung des Friedens. Denn diese großen Ungerechtigkeiten bedrohen ja auch das friedliche Zusammenleben. Und neuerdings kommt auch besonders die Frage nach den Grenzen dazu. Also müssen wir nicht viel mehr lernen, auch in bestimmten Grenzen zu leben. Und das heißt auch eine Ethik der Selbstbegrenzung. Das ist im Moment so eine aktuelle Frage, mit der ich mich auch ethisch-theologisch beschäftige. Weil die Ressourcen, die natürlichen, sind ja endlich. Genau. Den Begriff Nachhaltigkeit heften sich ja immer so mehr ans Revers. Global agierende Konzerne bringen jährlich so Nachhaltigkeitsberichte auf Hochglanzpapier heraus. Jeder Verein der Fußball-Bundesliga hat einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Was versteht denn die Evangelische Kirche speziell unter Nachhaltigkeit? Ja, also die Kirchen sind eigentlich diejenigen, die die Nachhaltigkeit als eine der ersten überhaupt international auf die Agenda gesetzt haben. Nämlich 1975, der Ökumenische Rat der Kirchen hat schon damals nachhaltige Gesellschaften gefordert. Und lange Zeit wurde, und dann hat es die UN aufgegriffen. Also insofern ist es für uns ein ureigenes Thema. Nachhaltigkeit wurde ja lange Zeit als so ein Dreieck verstanden, soziales, ökonomisches, ökologisches, und die drei Aspekte müssen irgendwie in Harmonie gebracht werden. Das ist aber nach unserem Verständnis, das reicht nicht aus, das greift zu kurz. Also wir verstehen darunter eine Entwicklung, die allen Menschen weltweit ein menschenwürdiges Leben zusichert, auch den künftigen Generationen, ohne dass die natürlichen Ressourcen weiter geschädigt werden. Und das versteht man als starke Nachhaltigkeit. Also dass diese ökonomische und soziale Entwicklung innerhalb der ökologischen Grenzen, dass die ökologischen Grenzen uns sozusagen eine feste Grenze setzen, über die wir nicht hinaus agieren dürfen. Das
verstehen wir unter starker Nachhaltigkeit. Das heißt, das Ökologische muss einfach ein viel stärkeres Gewicht bekommen. Was tut die EKD, was unternehmen die vielen Kirchengemeinden in Deutschland, um die Agenda 2030 umzusetzen? Sie ist 2015 verabschiedet worden. Beginnen wir mit den Positivbeispielen, mit den Erfolgen. Wo sind Sie schon Ihrer Meinung nach ganz gut unterwegs? Ja, also wir haben jetzt ein Papier geschrieben, Agenda 2030 als Herausforderung für die Kirchen, was jetzt auch bald veröffentlicht wird. Und da wird am Anfang erstmal sehr deutlich gesagt, dass wir in Deutschland alles andere als nachhaltig leben. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Und ja, aber trotzdem muss man das ja mal so ungeschminkt auch eingestehen. Und wir als Kirchen sagen, das ist leider in Bezug auf die Kirche auch nicht viel besser. Also man muss sich auch ehrlich eingestehen, dass wir unsere Defizite haben. Trotzdem gibt es Bereiche, in denen ich denke, wir doch schon recht gut sind. Also das ist aber vor allem dem Engagement vieler Ehrenamtlicher zu verdanken, die seit 20, 30 Jahren sich ganz stark für Umweltfragen engagieren oder eine Weltfragen. Und dieser Druck von unten hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Mehrheit der Landeskirchen, ungefähr 2/3 der Landeskirchen, haben inzwischen Klimaschutzkonzepte verabschiedet. Und die wirken jetzt auch, die greifen. Also die EKD-Synode hat 2009 beschlossen, wir wollen uns die gleichen CO2-Einsparziele zu eigen machen wie auch die Politik, wie auch im Weltklimagipfel in Paris. Das heißt also von 2005 bis 2015 eine Einsparung der CO2-Emissionen um 25%. Und das ist tatsächlich auch ambitioniert gelungen. Also das ist nachgerechnet worden. Mhm. Das haben die bisherigen Klimaschutzkonzepte tatsächlich erreicht. Das haben wir also geschafft. Das ist immerhin ein Schritt. Ob wir den nächsten Schritt schaffen, bis 2030 40% einzusparen, da bin ich schon ein bisschen skeptischer. Ein anderer Bereich, wo ich finde, wir auch Vorreiter sind, ist der Bereich ethische Geldanlagen. Es gibt einen Arbeitskreis kirchlicher Investoren, die haben dazu einen Leitfaden entwickelt mit genauen Empfehlungen, wo sie empfehlen, wo man investieren sollte, wo man aber auch Geld abziehen sollte, Divestment. Und dieser Leitfaden wird sehr stark von den Kirchen genutzt, aber inzwischen auch darüber hinaus. Und er wird auch immer angepasst. Also ganz aktuell und auch hochpolitisch hat dieser Arbeitskreis empfohlen, die eigenen Finanzen aus der Kohleförderung abzuziehen, weil das eben nicht mehr nachhaltig ist. Also das sind so zwei Beispiele, wo es bisher schon mal ganz gut läuft. Okay, das waren so diese positiven Beispiele, aber jetzt fällt die Klimakrise ja nicht gerade vom Himmel und die soziale Ungerechtigkeit auf der Welt gibt es auch nicht erst seit gestern. Wo sind die völlig blinden Flecken der EKD? Also ich denke, an diesen Themen sind wir alle dran, in der Analyse, aber in der Praxis gibt es natürlich noch große Lücken und ich würde sagen, der Bereich nachhaltiger Konsum, worüber ich ja heute auch noch sprechen werde, da sind wir, glaube ich, noch nicht wirklich vorbildlich. Da gibt es zwar schon einzelne Kirchengemeinden und Initiativen, die sind aktiv, die machen einiges. Aber ich arbeite ja auch in so einem Kirchenamt mit 250 Mitarbeitern. Ich habe gerade heute Morgen ein Audit durchgeführt. Also ein Kirchenamt dazu zu bringen, seine ganze Einkauf umzustellen auf Nachhaltigkeit oder die eigene Kantine, das ist schon ein hartes Brot und das ist mühsam, weil es natürlich, man muss Leute überzeugen, man muss die Finanzer überzeugen, dass es mehr kostet und warum wir das tun. Also da könnten wir schon besser sein. Und auch bei der Verpachtung von Kirchenland gibt es auch wieder einzelne Kirchengemeinden und einzelne Landeskirchen, die da schon recht weit sind, die ökologische Kriterien haben für die Verpachtung von Kirchenland und auch soziale Kriterien. Aber in vielen wird es einfach so weitergemacht, wie es schon immer gemacht wurde. Das sind so Beispiele, wo es besser sein könnte. Sprechen wir beispielhaft über die SDGs, die wir Ihnen zugedacht haben. Nehmen wir Ziel 2, die Ernährung sichern. Da ist ja auch eines der Unterziele, eben den Hunger zu beenden. Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Wie kann denn die Kirche dieses Ziel im Sinne der Vereinten Nationen hier in Deutschland versuchen umzusetzen? Denn der ökologische Landbau ist sinnvoll, da gibt es keine Diskussion, kommt aber aus seiner Nische eben nicht heraus. Und die Agrarindustrie ist mächtig
ohne Ende. Also siehe diesen Sommer, da regnet es ein paar Wochen nicht und der Bauernpräsident fordert mal soeben schlappe Milliarde Euro als Ausgleich für seine Klientel. Wie kann die EKD an dieses Ziel 2, also eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern, einerseits pfiffig rangehen, aber andererseits natürlich auch entsprechend fordernd? Also auch da würde ich sagen, man muss das Ganze ja auch auf den globalen Kontext beziehen, dass wir da schon eine langjährige, gute Lobbyarbeit machen im Hinblick auf Ernährungssicherung und auch eine angepasste Landwirtschaft, vor allen Dingen im entwicklungspolitischen Bereich. Ich war auch mal Referentin für Entwicklungspolitik und für Afrika. Also da sind so Einrichtungen und Organisationen wie Brot für die Welt machen da eine ganze Menge. Aber auch im nationalen Kontext haben wir den Evangelischen Dienst auf dem Lande, der sich durchaus auch für nachhaltige Landwirtschaft einsetzt. Bei uns in der Kammer für nachhaltige Entwicklung ist auch Bischof Meister, der sich da auch sehr engagiert, das Thema nachhaltige Landwirtschaft und Tierschutz dafür eintritt. Aber er kriegt natürlich auch immer mal Gegenwind. Und es passiert auch, dass wir haben als Kammer auch schon mal Texte zu nachhaltiger Landwirtschaft veröffentlicht, dass dann Proteste des Bauernverbandes gibt und es auch Kirchenaustritte gibt. Also es ist ein sehr kontroverses Thema. Wenn Kirche sich da sehr aus dem Fenster legt, kriegt sie da auch Gegenwind. Das ist so. Aber es sind auch wichtige Themen, ist ja auch klar. Wie geht Kirche dann mit dem Widerstand um? Also wir versuchen natürlich auf jeden Fall in den Diskurs reinzugehen. Also das haben wir auch in unserem Papier geschrieben. Wir wollen einerseits natürlich mahnen und prophetische Rolle wahrnehmen, aber wir wollen auch vermitteln, wo Zielkonflikte sind. Man muss ja auch die Interessen der Landwirte ernst nehmen. Und gerade jetzt bei der Dürre sind sie ja tatsächlich auch Opfer, auch des Klimawandels. Und da müssen neue Wege gefunden werden einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und das kann nicht nur auf dem Rücken der Bauern, sondern da müssen auch die Verbraucher bereit sein, andere Preise zu zahlen. Also da müssen wir gesamtgesellschaftlich Lösungen finden. Und dann müssen wir als Kirchen zwar einerseits inhaltlich klar sein, aber auch die verschiedenen Interessen auch moderieren und sie nicht gegeneinander ausspielen. Nehmen wir noch Ziel 12, sprechen wir noch über nachhaltigen Konsum und Produktion. Ein Unterziel ist ja bis 2030 das Abfallaufkommen deutlich zu verringern. Oder ein anderes Unterziel etwa fordert dazu auf, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren weltweit. Das sind ja auch richtig dicke Bretter, die zu durchbohren sind, also gerade auf den globalen Kontext bezogen. Aber hier ist es ja sehr viel leichter. Wie geht Kirche da vor in dem Fall? Ja, natürlich bewusstseinsbildend ist es natürlich ein Thema, weil die Lebensmittelverschwendung in Deutschland ist ein großes Problem. Da müssen wir natürlich auch Aufmerksamkeiten für, aber wir müssen natürlich auch mit eigenem Beispiel vorangehen. Das heißt, dass wir selber in unseren Kantinen und Einrichtungen eben auch Essen gut kalkulieren und dass bei uns eben Essen nicht weggeschmissen wird. Aber da gibt es keine einfachen Lösungen. Aber das ist auch wieder das Problem unserer Überflussgesellschaft. Und ich glaube, da müssen wir wieder eher grundsätzlich ran und prophetisch und auch fragen, brauchen wir das alles? Brauchen wir diesen Überfluss für ein gutes Leben? Ist da nicht weniger oft mehr und lieber mehr Qualität und weniger und bewusst genießen, als so dieser Überfluss, der uns ja oft sogar zur Last wird. Nun sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals, die sind ja irgendwie auch sehr abstrakt, also auch sehr weit weg von den Menschen. Deswegen führen wir ja auch diese Gespräche, um da mehr Öffentlichkeit herzustellen. Was kann ich denn als Einzelner machen? Also wie können Sie mich dazu motivieren, irgendwie was zu machen, was auch sinnvoll ist? Ich würde sagen, jeder sollte erstmal in seinem eigenen Leben das sich vornehmen, was ihm auch selber wichtig ist und was ihm auch Freude macht, also wo er gerne was verändern möchte. Denn so nur mit moralischem Druck, glaube ich, erreicht man nicht so viel. Und also bei mir zum Beispiel ist es ganz stark mein Mobilitätsverhalten gewesen. Ich habe seit 10 Jahren kein Auto mehr und ich ärgere mich jetzt auch immer über den öffentlichen Nahverkehr und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich mache so viel wie möglich meine Wege mit dem Fahrrad. Und das tut mir auch richtig gut.
Das ist so ein kleines Beispiel, also dass man selber sich Ziele setzt und sich Dinge vornimmt, aber sich auch nicht zu viel vornimmt. Weil ich glaube, wenn man sich zu viel auflädt, dann frustriert man auch schnell und übernimmt sich dann auch. Es ist besser, wenig zu tun, aber das ist richtig. Und vor allen Dingen sollte man sich auch mit anderen vernetzen, denn alleine kann man, ja, kann man nicht viel erreichen und es ist letztlich dann auch sehr frustrierend. Eine Frage habe ich noch zum Schluss, nämlich zur Rolle der Kirchen. Heinrich Bedford Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat gesagt, ich zitiere jetzt mal, wir wollen in dem Umsetzungsprozess zur Agenda 2030 als Kirche Mahner, Mittler und Motor sein. Wir wollen zur Umkehr mahnen, wir wollen im gesellschaftlichen Zielkonflikten vermitteln und wir wollen selbst in unserer Praxis nachhaltiger und glaubwürdiger werden, haben Sie ja eben auch im Prinzip schon gesagt. Und wenn uns das gelingt, dann können wir zu Motoren einer nachhaltigen Entwicklung werden, zu Agenten des Wandels. Zitat Ende. Was bedeutet denn wirklich konkret? Dann können wir, also die Kirchen, zu Motoren einer nachhaltigen Entwicklung werden, zu Agenten des Wandels. Also wenn wir und das alles, was wir uns da jetzt vorgenommen haben, wirklich umsetzen würden oder nur einen Teil davon, dann glaube ich, könnte doch eine Menge in Bewegung kommen. Denn immerhin sind es noch 22 Millionen Mitglieder und viele Kirchengemeinden. Und wenn das wirklich mehr in die Breite gehen würde, hätten wir schon eine spürbare Wirkung. Ich finde, wir sind oft angesichts der schrumpfenden Kirchenmitgliederzahlen oft ein bisschen kleinmütig geworden. Und wir vergessen, dass wir trotzdem noch eine Power haben, die uns ja auch von Gott geschenkt ist. Und ich bin total überrascht, wie viel andere oft noch von uns erwarten, gerade auch aus dem Bereich der Zivilgesellschaft oder NGOs oder auch der Politik, die sagen, hier Kirche muss sich doch dafür einsetzen und muss doch ihre Potenziale nutzen. Und so, finde ich, sollten wir auch mit einem gewissen Mut und Selbstvertrauen und Gottvertrauen auch da dran gehen. Ja, finde ich gut. Einfach noch ein bisschen selbstbewusster, denn die Ziele sind für uns alle sehr wichtig. Dr. Ruth Gütter, Nachhaltigkeitsbeauftragte der EKD, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch in Rastede. Vielen Dank dafür, dass Sie uns die Ziele 2 und 12 näher gebracht haben. Wäre ja super, wenn die Kirche tatsächlich zu einem Agenten des Wandels würde. Ein Motto der Christenheit ist ja auch schließlich, bewahre die Schöpfung. Die evangelische Erwachsenenbildung hier im Ammerland und die Außenstelle von Engagement Global Hamburg stellen Ihnen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in dieser vierteiligen Reihe vor. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Wir machen weiter. Tschüss.